Willkommen bei Frequent Traveler TV. Heute eine Überraschungsfolge aus dem Holiday Inn Express in Helsinki am Bahnhof. Ihr seht die Züge ein- und ausfahren vom Flughafen. Ich habe es auf den Flug nach Miami heute nicht geschafft. Leider voll. Das ist ein Nachteil, wenn man nicht mit Confirmed Ticket fliegt, sondern auf Mitarbeitertarif fliegt. Unangenehm, aber so ist das Leben. Anstatt Sonne, Bahnhofsblick. Also, Themen für euch frisch gepresst. Heute für die, was haben wir denn, Dienstagsfolge. Habe auch schon einiges für den Meilenmittwoch, der heute auch mal, ne, also morgen am Meilenmittwoch stattfindet. Und draußen eine Baustelle, ich weiß nicht, ob ihr das Schleifen hört, das Schlafen könnt ihr von mir wahrscheinlich auch hören. Aber erstmal die frisch gepressten Themen, sonst verheddern wir uns weiter. Und zwar die griechische Flugsicherung, die streikt. Qantas A380 fliegt mit Werkzeug wochenlang durch die Gegend. Wenn es aber kein Problem wäre, würde ich es nicht berichten. Das Problem ist, es war im Triebwerk. Ja, hat man in Los Angeles gefunden. Dann weiter geht es mit dem Thema A350-787 auf Kollisionskurs über Somalia. Warum das ein Problem ist, erkläre ich euch. Dann haben wir 75% der Qantas-Flieger benutzen Internet. Etwas verwunderlich, die Zahl finde ich schon relativ hoch. Wenn ich zum Beispiel auf Finnair gucke, dann sehe ich immer so 12 Passagiere eingeloggt oder sonst was, obwohl das kostenfrei ist, aber nicht für alle. Also, dann Boeing-Mitarbeiter verstehen Berichtssystem nicht. Das ist auch ein Ergebnis aus dem NSA, hätte ich fast gesagt, NTSB-Bericht, NSA wahrscheinlich, ich weiß da mehr. Da können wir auch drauf eingehen. Und wir haben nochmal ein Thema. Lufthansa-Passagiere bestellen viele Spezialmenüs und das ufert aus, wenn da dreistellige Zahlen kommen. Die Kabinenbesatzung randaliert, hätte ich fast gesagt, aber revoliert, weil es in der Tat ein Problem darstellt. Also es ist jetzt kein Bashing der Cabin Crew, sondern es ist ein echtes Problem für die Cabin Crew. Mal schauen, ob wir Freddy dazu bewegen können, dass er uns seine Sicht erzählt. Und habe ich noch was? Condor 767, T-14. Wer bei der Bundeswehr war, weiß, was das heißt. Quasi Ausscheider. Das Flugzeug verlässt die Flotte. Und schade für die 767. Ihr könnt den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren. Und ich finde es toll, dass ihr schaut. Aber so viele von euch, die das schauen, haben den Kanal nicht abonniert. Freunde der gepflegten Gastlichkeit, ändert das. Und um eure Aversion gegen das Abonnieren zu nehmen, es ist kostenlos. Ihr macht als Strafe einmal noch ein Like und nochmal natürlich ganz klipp und klar, lasst ihr einen gut gemeinten Kommentar da. Also das sind so Sachen, die ich von euch jetzt erwarte, zu wiedergutmachen. Und die Glocke. Also, ihr wisst jetzt, was ihr zu tun habt. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich fange mit dem ersten Thema an. Und zwar das erste Thema mit der griechischen Flugsicherung. Für alle, die da jetzt hoffen, dass das in Griechenland tippitoppi ist, die haben am 28. Februar ein Problem. Das ist morgen am Mittwoch. Da wird in Griechenland gestreikt. Und zwar Olympic und die Freunde von Aegean haben natürlich gesagt, das ist ein Problem. Die haben schon die Tickets-Regeln geändert. Das heißt also, man kann flexibel umbuchen, Geld zurückverlangen, alles Mögliche. Und wenn man jetzt den Presseberichten glaubt, dann ist das halt wirklich so, dass dieses ein 24-stündiger Streik ist. Und das ist natürlich dann doof für alle Flüge innerhalb Griechenlands, aber auch für alle Flüge aus Griechenland oder nach Griechenland zurück. Also insofern stellt euch morgen seelisch drauf ein, dass da nicht viel geht. Und wenn ihr morgen zum Beispiel mit der Emirates von Athen aus nach New York fliegen wolltet, ruft bei Emirates an, versucht umzubuchen, dass ihr eventuell über Mailand mitkommt oder andere Themen. Und natürlich die anderen, die da nicht umbuchen können, Refund ist dann leider die einzige Möglichkeit. Also das nur so als Public Service Announcement. Ein Thema, was ich durchaus interessant fand, war, weil normalerweise ist es ja so, dass alle Werkzeuge, die im Flugzeug eingesetzt werden, also zum Bauen, zum Reparieren und so weiter, sind nummeriert und werden immer auf Strichlisten geführt.
und ein Werkzeug war wohl weg. Und so ist das dann, dass man das Spezialwerkzeug, was benutzt wird, um am Verdichterarbeiten durchzuführen, verschollen war. Und das war schon verschollen. Wann war das denn? Irgendwann am 2. Februar hat man das hinter den Fanschaufeln als Fremdobjekt, also FOD, Foreign Object of Damage, gefunden. Aber es war da schon drin, Dezember. Und zwar Dezember, fehlte seit dem 6. Dezember. Also kannst du dir nicht ausdenken, 6. Dezember, 6. Januar, 6. Februar und dann hat man es gefunden, am 2. Februar. Also das heißt, fast 2 Monate nachdem es verlustigt ist. Es ist ein Kunststoffteil. Interessant ist auch, dass dieses Teil da im Triebwerk überhaupt da nicht durchgerotzt wurde oder was damit passiert ist. Fand ich spannend, kann natürlich auch zu Problemen führen, ist aber ein elastisches Kunststoffteil gewesen und das hat die Maschine Victor Hotel Oscar Quebec India betroffen. Wäre natürlich doof gewesen, wenn das Triebwerk dadurch kaputt gegangen ist, aber anscheinend ist da gar nichts passiert. Man hat es halt bei einer Routineuntersuchung in Los Angeles gefunden und ich bin mal gespannt, was die Untersuchungen ergeben. Die Australier haben die australische ATSB, Air Transport Safety Board, das ist die das machen, oder Australien, ne? Australien wahrscheinlich, Australian Safety Board oder sowas in der Richtung, die machen das und bin ich mal gespannt, wie die das rausfinden. Also normalerweise, ich kenne das nur bei uns damals bei Ypsilon-Reisen, wenn ein Teil fehlte und das Flugzeug wurde nicht freigeschrieben. Also insofern nicht alles gefunden, nicht alles da, dann kann das Flugzeug nicht fliegen. Was auch nicht fliegen kann, ist, wenn man über Somalia fliegt und da das Risiko, das muss man immer einkalkulieren, gerade über Afrika. Da gibt es ja auch einen eigenen Kanal, wo man seine Position jede halbe Stunde und Richtung und so weiter Informationen weitergibt, weil es dort nicht flächendeckend ATC, Air Traffic Control, gibt. Und jetzt ist es so, dass eine 787 und eine 350er auf Kollisionskurs waren über Somalia. Und zwar, weil eine abtrünnige Teilrepublik Somalias da irgendwie eigene Sachen funkt. Und das war am Mogadischu am 24. Februar. Die Qatar Airways 1338 ist auf dem Weg von Doha nach Entebbe. Das war eine 787. Und die 350, welche war das? Das war Ethiopian Airlines Flug 602 Addis Abeba nach Dubai. Und die haben ihre ganzen Sachen mit Fake Lotsen aus Somaliland, ja, Somaliland abgestimmt. Und damit ist es so, dass die TCAS angeschlagen hat, also Traffic Collision Avoidance System, und man dann entsprechend der Procedure das gemacht hat, was TCAS gesagt hat, aufsteigen oder runtersteigen, dann geht der eine runter, der andere geht hoch oder der eine geht runter, der andere geht hoch. Und damit hat man den Konflikt dann aufgelöst. Aber es ist halt wirklich so, dass vermeintliche Lotsen auf der Frequenz dazwischen funken und dass dieses dann durchaus zu Problemen führen kann. Gott sei Dank haben die Piloten auf beiden Flügen gut reagiert und ihr seht, dass das Fliegen in gewissen Regionen richtig ein Problem war. Und ich bin mal gespannt, ob das auch mal gelöst werden kann oder ob es da noch irgendwelche Probleme, Sorgen, Ängste oder Nöte längerfristig gibt. Also so etwas ist nicht schön für die Sicherheit. Wo wir gerade über Boeing sprechen, können wir auch ein bisschen auf die Boeing-Sicherheitskultur eingehen. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass bei Boeing die Sicherheitskultur gerade bei den 737 MAX-Produktionen oder auch bei der 787 da ein Problem darstellen, weil wir müssen ja ehrlich sein, denn bei dem Flieger ist es ja so, dass dort viele Probleme aufgetreten sind. Das ist ja jetzt nicht nur der Türstopfen. Ich finde das Wort immer noch geil, es tut mir leid. Und es ist, dass ein Problem ist, dass die Beschäftigten nicht verstanden haben, wie die verschiedenen Berichtssysteme waren und welches System sie wann zu nutzen haben. Also das heißt, es gibt da zwei verschiedene Systeme. Und es ist eins so, dass die Mitarbeiter es vorgezogen haben, die formellen Verfahren zu meiden und Probleme eher ihren schon ihren Vorgesetzten mitgeteilt haben. Und das ist natürlich relativ interessant. Und zwar ist es so, dass man natürlich dann auch für interne Meldungen über Qualitätsprobleme keine negativen ja, Auswirkungen für sich damit assoziiert hat. Das heißt also,
nicht der alte Bundeswehrspruch, melden macht frei, sondern da hat man es einfach intern gemeldet in der Hoffnung, dass das nicht große Probleme gibt. Und dann hat man auch bei Boeing, bei der Untersuchung jetzt die Leute bei Boeing aufgefordert, zu belegen, dass man mit der Sicherheit das doch so ernst nimmt, wie das dort gesagt wird. Und ich rutsche hier gerade vom Stuhl, ich rutsche hier einmal wieder hoch. Bin ich noch ein Bild? Ja, jetzt komme ich auch ein Bild raus. Und da ist es so, dass man natürlich die Qualitätsmaßnahmen steigern muss. Und deshalb ist auch eine ganz klare Geschichte, dass man dort dieses System auch der Sicherheit zuliebe in irgendeiner Art und Weise ein bisschen mehr in Angriff nehmen sollte, dass es da vielleicht ein System gibt und dass die Leute das Gefühl haben, nicht, dass sie direkt geschlagen werden. Und das ist ja auch gerade bei der Aviation eine Formel des Erfolgs, dass wir so wenig Unfälle haben bei so viel Flugbewegung, ehrlicherweise, dass man wirklich bei den ganzen Themen, die wir haben, ja, die Leute nicht bestraft, sondern wirklich melden macht frei. Auch ist es ja so, dass bei Fluggesellschaften, Fatigue-Meldungen und so weiter, dass das alles keine negativen Folgen hat und Konsequenzen hat für den Einzelnen. Und da muss man natürlich gucken, dass das dann auch so gemacht wird. Und da sieht man halt, wenn die Leute Angst haben, dass so etwas echt ein Problem ist. Und da muss Boeing jetzt an der Sicherheitskultur arbeiten. Wir haben ja festgestellt, dass der eine Kollege ja auch geschasst worden ist, der für die Produktion in Renton zuständig war. Also in der Hoffnung, dass es dort jetzt eventuell damit dann gelöst wird und aufwärts geht. Ein Flugzeug, was wir vielleicht vermissen werden, ich weiß es nicht, ob ihr es vermissen werdet, ich fand es immer sehr schön, zumindest den Flieger zu sehen. Das war bei der Condor die 767 und die Condor 767, wir lieben Fliegen, war glaube ich eine 757. Die geht jetzt endlich in den Ruhestand. Die Maschinen mit der Kennung, die ich euch auch gerade geben möchte. Ach ja, hier habe ich noch ein geiles Foto gefunden. Warte, das möchte ich euch einmal zeigen von der Condor, dass ihr das auch mal seht. Und zwar dieses hier. Das finde ich relativ cool. ihr könnt ja mal schreiben, was ihr zu dem Bild sagt und was ihr davon haltet. Also ich finde das drollig. Schade, dass es diese Balkonsitze nicht gibt. Aber ihr seht ja auch im Größenverhältnis, dass das eher im Bereich der Folklore zu suchen ist. Aber nichtsdestotrotz, um euch die Fakten zu geben zu den Fliegern, ist es so, dass jetzt nach 30 Jahren Schluss ist und seit 1991 sind die 767 bei Condor im Portfolio und geflogen. Und inzwischen gibt es halt nur noch zwei Exemplare, und zwar ist das die Delta Alpha Bravo Uniform Charlie und die Delta Alpha Bravo Uniform Kilo. Die erstere kam frisch ab Werk 93, die andere hat man 99 von der Alitalia bekommen. Aber diese beiden gehen jetzt wirklich Ende März weg. 12. März wird sie das letzte Mal fliegen für die Condor mit Condor-Kennung. Und fünf der ausgemusterten Langstreckenjets fliegen ja noch weiter, weil sie werden zu Frachtern umgebaut. Und leider ist das auch Achim. Ne? Also das heißt, Achim hatte ja noch die alte Livery von der Condor, die ich persönlich auch relativ geil fand, genau wie auch von der Lufthansa. Die alte finde ich immer noch am schönsten mit dem Silberrumpf. Da ist es auf jeden Fall so, die gehen halt wirklich weg und damit hat man jetzt bei den Freunden in, wo sind sie jetzt eigentlich, in Groß-Gerau? Wo sitzen die eigentlich? Schreibt bitte unten, wo Condor jetzt ist. Ich hab das gar nicht mehr so auf Kette, weil ja die Condor ist ja weg aus dem, aus der Nachbarschaft vom Hyatt Place in Frankfurt am Flughafen. Naja, auf jeden Fall sind sie da weg. Oberursel, glaube ich, war es, ne? Kannst du Oberursel sagen? Ich warte auf eure Antworten. Haben die natürlich nur noch eine reine Flotte von Airbus. Also das heißt, man fliegt jetzt mit Luftbussen durch die Gegend. Die 330er Neos sind ja auch nicht schlecht, wenn sie fliegen und nicht immer kaputt gemacht werden. Hoffen wir, dass das nicht so passiert. Schreibt eure Erfahrung mit der 767 auf, was ihr davon haltet. Und ich bin mal gespannt, wie eure Erfahrungen mit dem Flieger sind. Und jetzt das letzte Thema, das ist das Thema von Qantas. Und Qantas hat interessante Zahlen genannt. Und zwar ist es so, dass man bei der Qantas
beim Internet eine 75-prozentige Nutzungsrate hat. Auch ist es so, dass man natürlich ordentlich bei den Australiern in die Flotte investiert. Man hat 220er jetzt rein, die 717er, ja, alte Buden von McDonnell Douglas, ja, ich weiß, die gehen weg. Die sind dann durch diese Flugzeuge ersetzt. Aber was interessant ist, ist auch, dass man einen richtigen Business-Class-Sessel hat in der Konfiguration 2.2. Na, also das ist schon mal richtig geil. Die Economy-Class-Sitze sind natürlich klassisch in den 220ern 2.3 eingerichtet. Also wenn man von links, also von hinten zum Cockpit schaut, also auf der linken Seite 2 und dann 3, das hat man ja überall. Und damit ist es auch so, dass man natürlich auch einen USB-A und USB-C-Schnittstelle hat. Ich persönlich kaufe kein Gerät mehr, was kein USB-C hat. Du hast kein USB-C? Kaufe ich nicht. Will ich nicht haben. Ich will USB-C-Geräte haben. Ihr könnt das ja auch mal beantworten, ob ihr auch so einen USB-C-Fetisch habt. Und ich bin deshalb froh, dass mein iPhone auch mittlerweile USB-C hat. Und damit kann Lightning weg. Ich möchte nur noch jetzt meine großen Kopfhörer austauschen, dass die USB-C haben. Dann kann das Lightning-Kabel in Bye-Bye und USB-A-Kabel. Ich habe nur einen Adapter USB-A auf USB-C, weil ich da meine Capture-Card von den Freunden Elgato habe. Aber ansonsten habe ich auch nichts mehr, was USB-A ist. Ich habe letztens, wollte ich was kaufen. Ach ja, ich wollte ein Nokia-Telefon kaufen, weil die haben ja so eine geile Standby-Zeit, 4 Wochen oder was das ist. Aber die haben nur Micro-USB. Kaufe ich nicht. Tut mir leid. Sorry. Also hier auf eure Meinung. Und auch bei der Digitalisierung will man da weitergehen. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass man da jetzt bei der Qantas die Verfügbarkeit und auch die Geschwindigkeit ins Auge fasst. Hatten wir auch Starlink? Ihr könnt ja mal die Frage des Tages beantworten. Und zwar die Fragen des Tages sind, nutzt ihr das Internet im Flugzeug? Und welche Fluggesellschaft hat eurer Meinung nach das beste Internet an Bord? Ich persönlich benutze meistens nur den Messenger. Und ich benutze so eine, was ist denn das für eine Box? Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Das ist so ein kleiner Router, so ein Travel-Router. Und damit gehe ich dann mit allen Geräten online, nutze ich auch im Hotel. Relativ geiles Teil, muss ich mal euch zeigen. Ich habe es noch im Koffer. Vielleicht sollte ich mal so eine Sendung machen, wo ich meine Travel-Gadgets und sowas alles vorstelle. Auch mal eine Idee. Aber heute die Sendung haben wir schon zu Ende gebracht. Ihr seid jetzt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren. Und für alle, die ihr schaut und den Kanal nicht abonniert habt, Strafe, Glocke an und subscriben und ein Like dalassen. Und natürlich auch wie immer unten einen positiven Kommentar lassen. Also, ich freue mich auf eure Kommentare und auf alles. Und ich bereite jetzt die Sendung für morgen vor. Und ich bereite auch die Meilen-Highlights vor von Lufthansa. Machen wir auch fertig. Also, bis dann, danke, tschüss. Und jetzt seid ihr entlassen für heute, nachdem ihr all das getan habt. Also, danke, bis morgen. Ciao, ciao. Thank you.